Jetzt bei Tracks die stylischen Rocker von Interpol aus New York City. Live in Berlin. Bitte sehr. Sie kommen aus New York City, tragen schwarze Anzüge und Krawatte. Interpol, die neue Hoffnung aus dem Big Apple. Seit ihrem Debütalbum vor 2 Jahren tourt das Quartett durch ausverkaufte Hallen. Manchmal visualisieren Freunde sogar ihre Musik. Dann finden zu ihren Konzerten zeitgleich Ausstellungen mit Interpol-Kunst statt. Das Leben on the road, ein harter Job. Die tatsächliche Arbeitszeit pro Tag beträgt auf Tour nicht mehr als 2,5-3 Stunden. Aber trotzdem ist man die ganze Zeit auf einem Job, auch wenn man im Hotel abhängt, Fernsehen guckt, auf die Show wartet oder nach der Show in eine Bar geht. Weil man weiß, morgen muss ich auch wieder da sein und genau das Gleiche tun. Also muss man eigentlich immer da sein. Das ist kompliziert. Es sieht so leicht aus, so viel Freizeit, nur 3 Stunden Arbeit am Tag. Aber so ist es nicht. Du bist die ganze Zeit mit dem ganzen Apparat verbunden. Kind of linked to the whole composite the entire time. Auf der Bühne steht man vor einer Menge Leute, die unterhalten werden wollen. Unterhalten klingt blöd, so nach Las Vegas, aber die Leute wollen stimuliert werden. Also muss man auf der Bühne präsent sein, obwohl wir nicht festlegen, wie die Show abläuft. So, Sam, du guckst jetzt hier runter und ganz ernst und Carlos, spring jetzt richtig hoch. Das ist schon alles spontan. Aber wir wissen, dass wir nicht zu Hause in unserem Wohnzimmer stehen. Jump up real high in the air, whatever. Everything is still kind of natural, but to pretend that it's just like, oh yeah, it's just like being, you know, in your living room would be a blatant lie. Ich liebe New York noch immer sehr. Ich frage mich manchmal, was noch alles passieren muss, bevor ich sage, diese Stadt ist Bullshit. Ich glaube, New York hat eine Beharrlichkeit in seinem Grundmuster, sodass, egal was passiert, man immer etwas Cooles hier machen kann. Es ist vielleicht nicht mehr ganz so, wie die romantische Vorstellung vieler Leute von New York mal war. Das ist wohl auch der Grund, warum viele New Yorker zurzeit in Berlin leben. Sie suchen hier die Schwingungen, die New York mal hatte. That vibe that really isn't there any longer. We all get paid. Some get faith before they die. Then through scars we will navigate. Or through the holes in your eyes. How many days will it take to land? How many ways to reach a band?